Gewitter. Gav! Hey, hey! Long time no see, eh? I ain't seen your mug since we polished off that fat geezer. I've been playing it straight, Gav. None of that dodgy business I was up to before I met you. Yeah, I've been doing a bit of trading, you know, bits and bobs like. Been sailing round and selling stuff in all the places we went to together. This bird, mate of mine's been bugging me for ages to help her with it. So here I am. You're looking at Yengus, the important exporter now. Anyway, I heard your big news. So you're head of the palace guards then, eh? I'm well chuffed I can help you out on your first big job and all. And it's for none other than our darling horse prince. Oh, listen to me. She ain't an horse anymore, is she? So we're escorting the princess to a wedding at Savella Cathedral, right? Oh, I don't know, though. Beats me why she's still marrying that charmless bloke. After all that's happened. Oh, yeah. Nearly forgot. I was supposed to give you a message from this old minister I saw on the way over. Seems the princess is ready to deport now. So you can go and fetch her from her room, like. I'll be waiting down in the courtyard then, eh? See you in a bit. Ja, das Einzige, was noch übrig bleibt, ist, wir haben den Ring durch die erste Begegnung mit dem Drachenherrscher. Also nicht den Drachenherrscher, der am Ende als Superboss aufgetreten ist, sondern quasi das erste Mal, wo wir gegen ihn gekämpft haben, wo er nicht in der Lage gewesen ist, aus seiner Drachenform rauszukommen. Haben wir diesen Ring gekriegt und der ändert hier ein kleines bisschen was am Ende. Ah, it's been a while. I came as soon as I heard the news. So, it seems we'll have the honor of escorting the lovely princess. I just ran into Yengus, too. Same as ever. I'm a busy man, as you know. So I wasn't too thrilled at first at having to drop everything and come over. But it is good to see the old gang again. Anyway, are you really all right with this wedding going ahead? You don't have to stick around if it's too hard for you. Just do what you have to do, my friend. Like I did when I left the Abbey. Angelo's so wonderful. You know, he looks after children who don't have anywhere else to go. Don't you? He says he wants to repay all the kindness Abbot Francisco showed him when he was all alone in the world. Isn't he just the sweetest man you ever met? Hey, no need to tell the whole world. I have a certain image to maintain with my admirers. Well then, see you in a bit. I'll be down in the courtyard taking a break. Come and find me when you're ready. Bye bye. Ja, es ist das zweite Mal, dass ich das jetzt hier spiele. Also habe ich dreimal den guten Dingsbums erledigt. Ah, zum Kotzen. Nämlich beim ersten Mal hat es mit der Tonaufnahme nicht so hundertprozentig funktioniert. Nun, was will man machen? Deswegen weiß ich jetzt mittlerweile, leider Gottes ändert sich nicht allzu viel am Ende. Andererseits möchte ich aber trotzdem der Vollständigkeit halber, aber nicht jetzt hier eigentlich richtig. Ja, ich renne richtig. Möchte ich der Vollständigkeit halber trotzdem die Dialoge, sofern sie denn hier von Sprechern eingelesen wurden, vorgetragen werden, möglichst komplett drin haben. Sonst klingt es so... Hey there. Long time no see. How have you been? Klingt es so abgehackt. You look pretty well, that's for sure. But how come you haven't visited me in Alexandria? I've missed you. You know, I was planning to go off and live on my own. But my mother was so worried I ended up settling down back at home. I guess the time I spent away from her made us both realize what's truly important to us. We get on really well now. I'm not much of a replacement for my brother, but I've decided to stay and look after Alexandria. With everyone's help, of course. But enough of that. Have you heard? Apparently Yengus and Red have teamed up now and they're doing something together. Can you believe it? Last I remember, they couldn't exchange two words without three insults.
I wonder what went on between them. Huh? You're on your way to pick up Princess Medea? Yeah, I guess it's time to get going. Okay then. I'll be waiting for you down in the courtyard. Alle warten sie da unten. Hört sich so ein bisschen danach an, als wenn Genghis und die Rote Elster so ein bisschen turteltaugenmäßig unterwegs wären und versuchen das irgendwie in einer gewissen Form zu verheimlichen. Naja, als Dame des Hauses. I suppose this is the last time I'll play the piano like this in here. Wird es vielleicht auch tun. I wonder if there'll be a piano I can play in Aldonia. Thank you for coming. Is it already time to leave? I asked the minister to have you call on me, so that we could take one last walk through the castle, alone together. I know it's not quite time yet, but I wanted to say goodbye to you properly. To thank you for everything you've done. The times I've spent here in Trudaine Castle, with you, will be memories I shall treasure for always. I have to marry the Prince of Argonia to fulfill my royal duty. And you have to... Please continue to serve my father and protect Trudaine, just as you always have. Oh, so then, shall we go? It won't do to keep people waiting too long. Ja, die letzte Runde durchs Schloss. Mit der geilsten Uniform ever. Und wenn mir einer krumm kommt, drehe ich den Helm um, senke den Kopf und mach einen auf Stier. Ansonsten bin ich froh, nicht der armselige Tropf zu sein, der irgendwie täglich diese Leuchter anzünden und auspusten muss. Jeden Tag, jede Nacht. Ja, eines darf ich schon mal, wie gesagt, vorweggreifen. Unterm Strich ist es doch etwas schade, wie wenig sich an und für sich am Ende ändert. Auch wenn... Darf ich jetzt sicherlich auch sagen, der Ausgang ein anderer ist. Aber viele der Sequenzen, ja, sind halt dieselben. Ich hatte deswegen überlegt, vielleicht nur ab dem Punkt, ja, hier reinzuschauen oder das reinzuschneiden, an dem sich tatsächlich Änderungen ergeben. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass es als Gesamtstück besser funktioniert, als wenn man nur die einzelnen Szenen sich dann anschauen würde oder erst ab da dann gucken würde, wo sich etwas ändert oder wo etwas hinzugefügt wird. Ich meine, es könnte ja auch die ein oder andere Person geben, die sich da sagt, hey, ich möchte heute das Ende von Dragon Quest 8 sehen, aber das bessere Ende, nicht das doofe Ende, oder... Das normale Ende. Ja, und dann könnte es vielleicht passieren, dass diese Person auf dieses Video hier trifft. Und dann wäre es für diese Person ziemlich kacke, wenn eben nur so ein kleiner Teil gezeigt wird. Das ist eigentlich der eigentliche Grund, weswegen ich das mache. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird? Eigentlich so gut wie nicht, aber... Tja, ich möchte es halt trotzdem so machen. Well. So this is Savella Cathedral. What a perfect place for a grand royal wedding. Excellent work, young man. You did an admirable job of escorting us. Your duty here has now been fulfilled. You shall stay the night at the inn and return to Trudaine tomorrow. But I thought they'd all be attending the wedding. I'm sorry, Princess, but I'm afraid that won't be possible. Well, well, pleased to make your acquaintance indeed. I am Prince Charmley of Argonia. Goodness, woo-hoo. You must be Princess Medea. Ooh, charmed, I'm sure. One look at you is enough to make me forget all the other beautiful girls I've ever met. I'm the luckiest man in the world to have you as my wife. Lumen, what's with all the romance? I didn't know you had it in you, Charmless. It's Charmley! Oh, aren't you those
servants from the initiation. No doubt you're here because you heard the news of my wedding. Well, I'm afraid this is as far as you can come. I can't possibly have commoners like you at such a grand royal affair. It's not as if you're aristocracy or wealthy or, well, anything. That brat is unbelievable. Can't let us in on account of our being too common, indeed. The preening little snob. It's been a while since the initiation, but he is still just as obnoxious as ever. And yet tomorrow, he's going to be marrying the princess. Can you believe it? Wait a minute. The ring. You still have the ring, don't you? The one that belonged to your father. If you have it with you, go and show it to King Clavius. If he knew you were his nephew, he might just change his mind about this ridiculous marriage. Go and find him at the Lord High Priest's place and see what he says. It has to be worth a try. Wo zum Teufel hast du das Ding gerade rausgezogen? Es ist... Er benutzt es als Analstöpsel. So, hat jemand mitgekriegt, ob wo sich das Ende ändert? So, dann werden wir mal mit dem tollen und rechtschaffenden König sprechen und zu hören wissen, was er dazu sagt. Und gut, dass sie den Sarg vom Hohepriester schon mal weggeschafft haben. Sonst würde es hier, glaube ich, streng riechen. Sah es von drinnen nicht noch heller aus? Naja. Ah, it's you. Yes, I remember. You are the adventurer I gave the royal magic mirror to some time ago. What brings you here tonight? You look like you have something important to tell me. Wir zeigen ihm den Argonring. That ring. It's set with an Argon heart. How on earth did you acquire it? I must admit that your tale is enough to give even me pause. It sounds as if you truly are Eltrio's son. How else could you possibly know all the things you just told me? If my brother had not left his country behind to go after your mother, he would be king of Argonia now. And if you had been born a prince, then I suppose it would be you marrying Princess Medea tomorrow. But those are just what ifs. It would throw the kingdom into turmoil if another heir appeared at this late hour. I cannot possibly recognize your claim. Please try not to think badly of me. You must consider the subject closed. Please leave now. Gib mir wenigstens mal einen Ring zurück. Der hat das Ding auch hinten reingepackt. Habt ihr das gesehen? Er benutzt das Ding auch so. Dafür sind die also da. Schon gut. Besser nicht, ja, in die Familientradition eingeführt zu werden. Weil sie gewisse Dinge einführen, die man nicht einführen sollte. Naja, ein bisschen verzweifelt die Lage. Trotz unseres Beweises kommt der nächste Morgen. Und wir können leider Gottes nichts tun. Obwohl es unser eigentliches Recht wäre, den Platz von Prinz Charmlos einzunehmen. Aber dafür müssen wir noch ein paar Bonbons mehr lutschen. Shine, Gav. The princess will be getting itched in a bit. We've come all this way. We should at least try and get a glimpse of her all dolled up. I'll go on ahead then, eh? I'll be waiting in front of that big church. Ja, wenigstens wird man uns hier jetzt hoffentlich mit etwas mehr Respekt begegnen. Und keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht mit Hinz und Kunz
einlassen oder sowas, wie ich es beim ersten Mal gemacht habe. Ich denke mal nicht, dass sie jetzt großartig irgendwas anderes sagen. Vor allem, weil wir den Ring jetzt auch nicht mehr haben. We thought you weren't coming. The ceremony's already started. It's bedlam up there with all those people. I doubt anyone would notice you among the crowd. Bist du da ganz sicher? Ich glaube nämlich nicht, dass es noch jemanden auf dieser Welt mit diesem extravaganten Outfit gibt, womit wir jetzt hier rumlaufen, schon seit einer ganzen Weile. Ja, fallen wir trotzdem nicht auf. Gib dir lauter Verrückte. What a crowd! I can't see a thing from here! What's going on? Has it already started? People are saying that the bride looks stunning. I wish I was more like her. I'm more interested in seeing the new Lord High Priest than the bride and groom, but it's impossible to see anything from here. Congratulations, Princess Medea! Congratulations, Prince Charles! Hey, stop pushing! What? Oh. There you are, Gav. I knew you'd turn up. Right, this way. Follow me. Wir heiraten jetzt auch. Well, we've got this far. Now we just have to take care of that knight. Entschuldigung, junger Mann. Schichtwechsel. Halt, ihr dürft erst näher kommen, wenn die königliche Hochzeit sehe, wo die vorbei ist. Ihr müsst sieben vorne warten. Wollt ihr einfach behaupten, dass ihr eingeladen seid? Lügner! Alle, die eingeladen sind, haben in der Kathedrale bereits ihre Plätze eingenommen. Ich hoffe, ihr habt nicht vor, euch den Zutritt zu erzwingen. Scheiße! Warum bringe ich dich nur auf Ideen? What? Dugal! You leave him to me, Gav. Go on, in you go. Yeah. Die blutrote Hochzeit. Honestly, where has the princess got to? What's taking her so long? Hmm? What do you think you're doing? Are you trying to ruin my wedding? I won't stand for it. Guards, get rid of him at once. Wait. That will not be necessary. He has a right to be at this ceremony. I have reconsidered. You are the rightful groom. Father? How can you say such a thing? I'm the rightful groom. Yesterday evening, the boy you see standing there gave me this ring. What's that? Is it an Argon ring? I don't understand. Only members of the royal family who've passed the initiation should have a ring like that. This ring belonged to my elder brother. It was Eltrio's ring. That boy is his son. It is only right that he should be the one to marry Princess Medea. No! I won't allow it! Princess Medea is promised to me, so I'm the one who's going to be marrying her! Pardon me for interrupting, Your Majesty. I've just received word that the bride is now ready to make her appearance. Open the doors! Allow the bride to enter!
Was ist mit Charmels passiert? Der sieht ja gut aus. Oh, und König Trot hat eine Träne im Auge gehabt. Wenigstens muss er jetzt nicht mit einem kleinen Astzweig um das Wohl seiner Prinzessin streiten. Wobei, das war ziemlich lustig aus. Ja, kommen wir zu einem weiteren kleinen Kritikpunkt. Ich glaube, dass genau diese Sequenz hier absolut identisch ist mit dem Video, was ganz zum Schluss vom normalen Ende auch gespielt wird. Weil die gleich mit der Kutsche wegfahren, die auch von König Trode dann angeführt wird. Ich weiß aber nicht, ob das dann in dieser Sequenz dann noch irgendwie Kämpfe gegeben hat, die man vorher halt ausfechten lassen durfte. Ja, aber das sind jetzt so kleinere Sachen, da hätte man hier dieses Ding nochmal komplett neu rendern müssen, weil das ist ja nicht in Spielgrafik. Oh, muss ich? Nein, muss ich nicht. Geht auf Automatik hier. Wundervoll. Ich habe mich gerade mein Gamepad weggelegt. Und so ziehen die zwei frisch Vermählten, wie in fast jedem Märchen, am Ende von dannen und lebten, weiß ich nicht, hat ja nichts mehr von denen gehört, aber wahrscheinlich noch ein Weilchen. Oh, ich habe noch nie gesehen, dass mir ist nicht aufgefallen, dass manche auf dem Beifahrersitz sitzt. Wenn man das Beifahrersitz nennen darf. Der wollte doch bestimmt nur zu seiner roten Elster. Ist ein bisschen schade, dass sie nicht da aufgetaucht ist. Aber ich glaube, ich hatte eben auch mal als König hier diesen König von... Nicht von Mallorca. Wie hieß der nochmal? Hier, der den Tod seiner Frau halt irgendwie... 2 Jahre lang betrauert hat. Ja, das war's. Dragon Quest 8 jetzt endgültig vorbei. Es gibt, soweit ich weiß, zumindest in dieser Fassung keinen Zusatzcontent mehr. Aber in der 3DS-Fassung gab es, glaube ich, noch ein bisschen was mehr dazu. Aber da kenne ich mich jetzt absolut nicht mit aus. Ich habe diese Fassung auch nicht in meinem Besitz. Also von daher möchte mich an dieser Stelle mal ganz, ganz herzlich bedanken an... Jetzt habe ich natürlich die Namen nicht mehr parat. Deswegen sage ich jetzt nur Wacker und die anderen guten Leute, lieben Leute, die mir über das Projekt hinweg eigentlich alles Wichtige an Informationen zum Schmiede- oder zum Alchemiekesselsystem mitgeteilt haben. Weil ohne diese grandiose Ausrüstung, die aus dem Alchemiekessel kommt, hätte ich gerade die Superboss-Kämpfe, nenne ich sie jetzt mal, schlicht und ergreifend wahrscheinlich total vergessen können. Und der Endkampf wäre sicherlich auch noch eine Ecke schwerer gewesen. Also von daher, ihr habt einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich es am Ende tatsächlich geschafft habe, diese Drachen zu zeigen und zu bekämpfen und siegreich zu sein dabei. Das hätte ich gedacht, vielleicht ein, zwei kriegst du von denen platt und dann rennst du gegen eine Wand, ohne jetzt großartig zu leveln oder und so weiter. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut geklappt hätte. Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Zum Schluss die Frage, was wird als nächstes für ein Hauptprojekt kommen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ich habe eigentlich so 2 Spiele im Hinterkopf, ja, die mir davor schweben. Das eine ist das Schwarze Auge am Fluss der Zeit, weil das nach dem Ende von der Nordland-Trilogie doch einige sehen wollten. Jetzt ist aber in der Zwischenzeit Sekiro erschienen. Da bin ich mir aber sehr unsicher, weil ich habe gehört, es ist sehr, sehr schwierig. Und von der Spielweise halt noch ein bisschen einschränkender, als es Bloodborne gewesen ist. Und ich erinnere mich an Bloodborne, wo ich blind reingegangen bin und dann ja gedacht habe, ich muss es abbrechen. Und ich hasse Sachen abzubrechen, das mache ich sehr, sehr ungerne. Weil ich irgendwie an der Klerikerbestie über 20 Versuche lang festhing. Gut, danach lief es wirklich richtig ziemlich gut, da... bin ich ganz gut durchgekommen, aber so von den Stimmen, die ich von Sekiro gehört habe, soll man da doch gerne mal diverse Stunden an einem und demselben schweren Gegner, Boss oder wie auch immer, festhängen dürfen. Und ja, das habe ich ja auch schon in Bloodborne und in den Dark Souls Spielen teilweise gehabt, dass ich ziemlich lange an einem Boss rumgemacht habe. Deswegen weiß ich nicht, ich überlege, ob ich Sekiro vielleicht einfach mal anfangen soll aufzunehmen, für, so dass ich mal 2-3 Stunden oder sowas drin bin
Und soll ich feststellen, dass ich da auf Gegner treffe, wo ich einfach kein Bein auf den Boden kriege, kann ich die Aufnahmen ja immer noch in den Mülleimer schmeißen. Also will heißen, ich werde es da mal ein bisschen probieren, aber es will auch heißen, es wird ein Weilchen, ja, ich weiß es nicht, wie lange. Es wird ein bisschen was dauern, ein paar Tage, vielleicht nach Ostern, bis das nächste Hauptprojekt dann anfangen wird, bis ich mich entschieden habe. Bin natürlich auch offen für irgendwelche Vorschläge, aber das sind so die Sachen, die mir vorschweben. Falls jemand bis jetzt überhaupt noch zuhört, weil Ende ist schon am Laufen und so weiter. Und es ist auch nicht so interessant, mir zuzuhören. Deswegen sage ich mal ganz, ganz herzlichen Dank für all die Kommentare, fürs Zugucken durch dieses, ja, relativ lange Projekt. Ich habe ja einige ziemlich lange Folgen mittendrin gehabt. Und ganz, ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht seht mich der, guckt der ein oder andere nochmal weiter zu. Euer Bernd sagt auf Wiedersehen. Ciao.